Okay, langsam kriege ich hier echt ein bisschen Hass auf das Spiel. Also nicht auf das Spiel selbst, aber es stürzt mal ab. Beziehungsweise es freest aus irgendwelchen komischen Gründen. Ich habe jetzt zwischenzeitlich mal kurz die Foren durchstöbert und da stand das durchaus auch drin, dass ich bin offensichtlich nicht unbedingt der Einzige, der solche Probleme hat. Und das kann auch sehr gut sein, dass das deswegen nicht mit irgendwelchen Mods zusammenhängt, die ich habe. Ich weiß es nicht. Ich bin relativ nah daran, die einfach komplett runterzuschmeißen. Aber andererseits, nee, warum? Ich meine, ist ja auch so ganz hübsch. Ist das schon wieder ein bisschen her, dass ich. Also, was heißt ein bisschen her? Jetzt muss ich erstmal gucken, was wollte ich eigentlich gerade machen? Da hatte ich und da hatte ich. Und das war das komische Ding in Saartal. Das war, ach ja, richtig. Ich wollte nach Winterhold. Aha, richtig. Aber vorher, Whiterun bitte. Und da müssen wir dann auch schon wieder eine kleine Einkaufstour machen. Ich überlege gerade, ob ich die einfach rausschneiden soll, damit ihr euch das nicht unbedingt antun müsst. Was ist denn das hier für Hallo? Wer seid ihr denn? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich weiß nicht, was die hier wollen, aber läuft schon. Macht ihr, Mann. Tja, also ich hab, was ich sagen wollte. Ich überlege, ob ich das tatsächlich hier so durchziehe mit dem, euch das einfach immer zeigen. Ist das gerade einmal komplett rundrum oder sieht das nur so aus? Ja, tatsächlich, es geht komplett rundrum, das Schild. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Richtig. Ich überlege, ob ich das rausschneide hier alles. Aber schauen wir mal. Ich werde das erstmal einfach kommentieren und vielleicht schneide ich das dann raus. Und wenn nicht, dann halt nicht. So, was haben wir denn hier alles? Luna Moth und Vampire Dust. Dann machen wir mal ein paar Invisibility Potions raus. Da sehen wir direkt noch mal eine neue Eigenschaft von beim Regenerate Health. Können wir auch hier mal, zack, machen wir noch ein paar mehr Potions von. Dann können wir das hier nochmal. So, und jetzt wird es schon langsam wieder ein bisschen weniger. Können wir das nochmal verbraten. Und hier aus Knoblauch macht man Poison Resist. Das ist auch sehr interessant. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, um ehrlich zu sein. So, und dann können wir schon nichts mehr bauen. Traurig eigentlich, aber haufenweise Tränke, die wir verticken können. Denn die hier, die nimmt ja sowieso nur irgendwelche Tränke. Der können wir dann bestimmt auch verdammt viele von unseren gummeligen Tränken rüberschieben. Und da werden wir erstmal wieder anfangen mit den kleinen Tränken. Was haben wir da Schönes? Restore Stamina. Raus damit, brauchen wir nicht. Resist Magic, brauchen wir nicht. Stamina, brauchen wir nicht. Fire Resist, brauchen wir auch nicht. Und da hört es schon fast wieder auf. Die hat einfach kein Geld, die arme Frau. Das ist natürlich ungünstig jetzt. Huch, ich bin ganz woanders gelandet hier. Was soll denn das auch? Eieiei, dann können wir hier mal noch die Dinger verticken. So, weg damit. Ich habe sogar noch einen Speech Skill Increase. Und jetzt habe ich noch irgendwas für 10. Könnt ihr noch was verkaufen? Boah, hier so eine Heilungspotion für 6. Dann passt das schon. So. Und dann können wir jetzt nochmal bei dem normalen Händler, bei dem Gemischwarenhändler vorbeischauen. Und dem auch noch irgendwelchen nutzlosen Müll andrehen, den wir nicht mehr brauchen. Und dann ist das Inventar wieder schön leer. Wie üblich halt. Die übliche Runde durch Whiterun. Um ganz viel unnützen Müll loszuwerden. So, fangen wir mal wieder hier. Hoppala. Na, komm, hier mit dem schwersten Kram an. Die Mage Robe brauchen wir nicht. Dann die Robe of Quickening, die brauchen wir auch nicht. Und dann wird es auch schon wieder schwierig. Okay, dann fangen wir mal wieder an hier bei den Tränken. Denn Tränke sind auch immer so schön schwer. Tja, hier, was haben wir denn da Schönes? Fortify Health. Sowas brauchen wir eigentlich nicht, ne? Health Increase ist eigentlich auch irgendwie so bla. Und ich brauche auch echt nicht aussehen wie ein Geist. Das ist irgendwie total unnütz. Nur einfach hier mal kommen. Zack, weg damit. Kann auch alles weg. Fortify Magica. Ja, genau. Und kriegen wir direkt noch ein bisschen Schaden mit. Von wegen. Kann auch weg. Und es geht wieder hier das Inventar ein bisschen hoch und runter. Das war nicht der Plan. Fortify Conjuration. Da können wir erstmal wieder ganz viele. Die brauchen nämlich tatsächlich kein Mensch. Hier, dann schenke ich ihm wieder 3 Gold. Macht auch nicht unbedingt was. So. Wie sieht das Inventar aus? 122 von 310. Das
klingt doch nach einer Hausnummer. Damit können wir doch erstmal leben. Okay, und damit sind wir auch schon fertig mit unserer kleinen Einkaufstour. Ich möchte jetzt gar nicht unbedingt erst bei unserem Haus vorbei, sondern wir werden jetzt direkt weiterfahren nach Winterhold. Warum sage ich eigentlich weiterfahren? Ah, richtig, ja, ich bin eben kurz... Ich muss das ja nochmal nachspielen. Dann bin ich nicht Kutsche gefahren, sondern bin gefast-traveled. Tja, aber jetzt fahren wir einfach mit der Kutsche weiter. Sofern das denn hier ordentlich lädt und ich muss mir wieder angewöhnen. Quicksave, damit wir nicht wieder irgendwelche Probleme kriegen. Ich sehe ja schon die nächsten bösen Abstürze kommen. Gut, die waren jetzt gar nicht so schlimm. Das Einzige, was halt blöd ist, das stört so ein bisschen den Spielfluss. Oder den Fluss des Videos, sage ich mal. Ist ja nicht unbedingt mein Spielfluss, der ist ja nicht ganz so wichtig. Aber es nervt einfach, wenn ich irgendwie jedes Mal sagen muss, oh, abgestürzt, schade, müssen wir wohl weitermachen und so. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich einfach mal. Denke ich mal. So, dann wollen wir hier mal einmal wieder einsteigen. Und los geht's, auf geht's nach Winterhold. Ich meine, 50 Gold, da kann man sich das ja schon mal gut gehen lassen, so hinten auf der Kutsche drauf. Wer weiß, vielleicht gibt es da sogar Bordprogramm, dann steigt plötzlich irgendwo nochmal so ein Scharlatan auf und dann hat man schön was zu feiern da auf der Kutsche. Irgendwie ist es immer Nacht, wenn ich hier bin. Naja, gehen wir mal da hinten zum Magierturm-Zeug. Und danach sollte ich vielleicht mal zusehen, dass ich... Sollte ich diesen komischen Stab nicht suchen? Nee, der Stab war für den komischen Enth hier, ne? Das war so eine Sidequest, mehr oder weniger, aber... Nee, den Staff of Magnus, das war auch ein Stab, den sollte ich auch finden. Das könnten wir dann vielleicht auch mal... Was ist denn hier los? Hier ist ein Tor? Das ist mir noch nie aufgefallen, dass hier ein Tor ist. Naja, gut, von mir aus. Hallo, Onmund. Und hier Sargo. Und überhaupt, wo muss ich denn hin? Ich muss offensichtlich da rein. Na gut, wer bist du denn? Ach, du warst der Illusion-Mensch. Der Illusion-Mensch ist mir wurscht. Du bist der Conjuration-Mensch, du bist mir auch egal. Mit dem Destruction-Typen würde ich wohl noch mal reden, unter Umständen. Oder mit dem Restoration. Hans, hallo? Was ist denn hier, warum sind die Türen alle zu? Was ist denn hier los? Mögen die mich alle nicht mehr hier haben, oder was? Du warst kein wichtiger Mensch. Du warst auch nicht wichtig. Mehr oder weniger. Und du bist Enchanting. Na, super. Nö, nee, dann bist du auch gerade nicht so richtig wichtig. Was ist hier? Ich muss in die Archmage Quarters für meine komische Quest. Das ist aber faszinierend. Muss ich... Da... ich sehe nichts. Muss ich da mit dem Archmage reden? Nee, muss ich nicht. Das ist interessant. Hallo Archmage, hast du irgendwas mir zu erzählen? Nö, nicht so richtig. Zumindest nichts, was mich gerade interessiert. Aber ich kann mal hier deine Enchanting Table benutzen. Ich möchte nichts dis... Upala. Jetzt habe ich ganz abgebrochen, das wollte ich nicht. Ich wollte mal gucken, was ich denn so verzaubern kann. Da können wir doch auch mal irgendwie was Interessantes machen, oder nicht? Wie wäre es zum Beispiel hier mit so einem... Ich weiß gar nicht, braucht man irgendwelche tollen Ringe, damit man da was drauf verzaubern kann? Oder kann man da einfach irgendwas benutzen? Also wird die Verzauberung besser, oder? Saphir... Ich habe nur eine Jewel Necklace, die ich dafür benutzen könnte. Ich nehme mal die Jewel Necklace, dann gucke ich mal, was ich da so drauf zaubern könnte. Könnte. Wenn ich jetzt noch wüsste, was für einen Dings ich anhabe. Ungünstig. Weiß ich nämlich gerade gar nicht. Magieregeneration oder so. Wobei Fortify Destruction natürlich eigentlich auch nicht so schlecht ist. Wenn ich mir das so überlege. Was kann ich denn noch so verzaubern? Ich kann sowieso nur die Jewels hier verzaubern, scheint mir. Ist ja langweilig. Wenn ich hier so einen Silver Ring nehme... ist natürlich eine Menge, ne? Das hier wäre toll, aber warum kann ich das denn nicht? Cannot be applied to this item. Muss ich da vielleicht doch was teureres nehmen, wenn ich mir mal so einen Gold Emerald Ring nehme? Nee. Das scheint einfach nicht auf den Ring zu gehen, was ich mir ausgesucht habe. Das ist aber traurig. Habe ich denn nicht... Wo habe ich denn Magikarigen? 20%! Eieiei, Moment. Liegt das an dem Ring oder woran liegt das, wenn ich jetzt immer so einen Goldring nehme? 20%. Jetzt wird es plötzlich zu 4%. Moment. Wechsle ich nochmal den Ring? Wird es auch nur 4%. Das liegt wahrscheinlich an meinem Skill, was? Dann mache ich hier immer so und dann gucke ich mal, wenn ich jetzt vielleicht eine tolle Seele dafür nehme.
4%, 2%, 2%. Irgendwie ist das alles nicht so das, was ich gerne gehabt hätte. Das ist blöd. Dann möchte ich das halt doch nicht machen. Dann muss ich erst weiter Sachen entzaubern. Ich könnte natürlich mal, Moment. Nee, das ist klauen. Das möchte ich gar nicht. Nee, ich klaue ihm lieber nichts. Das ist wahrscheinlich eher eine doofe Idee. Na gut. Da muss ich hin, nach unten. Weiß nicht, warum ich durch die Archmage Quarters gelaufen bin. Ist natürlich wurscht. Ich gehe einfach mal durch. Meine Güte, der Archmage wird's, den wird's schon nicht stören. Hat ja eh nichts Tolles zu tun. So, was haben wir denn hier? Oha, ein Buch. Lost Legends. Nee, doch. Das soll ich lesen? Investigate the Gauldur Legend. Was ist denn die Gauldur Legend? Worum geht's? Was soll ich tun? Moment. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte auf die World Map. So, wo muss ich denn da hin, um das zu tun? Das ist da ganz hinten. In Volgundur. Nee, Volgundur will ich jetzt nicht. Da ist Jüngwild. Moment, ich gucke jetzt mal gerade, was ich denn hier... Machen wir das mal beides aus hier. Das brauche ich gerade nicht. Einmal hier den Staff of Enthir möchte ich mal gerade. Den Zuras Star mache ich mal an. Und dann müssen wir das auch nochmal anmachen. Das ist nämlich das, was ich meinte. Die interessante Quest. So, wenn wir das jetzt mal wieder ausmachen, wo ist denn das hier alles? Das war auch alles irgendwo ganz, ganz weit weg, ne? Ich sehe hier gar nicht. Wo ist denn das? Hallo? Das ist Msulft. Das ist in der Nähe von Windhelm. Da bin ich ja auch schon mal gewesen. Da kam ich ja quasi jetzt wieder her, ne? Dann haben wir hier den Azura's Star und da hinten ist der Stab von Enthir in der Broken Fang Cave. Da ganz hinten am Hintern der Welt. Wisst ihr was? Ich mache jetzt das hier. Die Ruinen von Msulft. Das ist auch eine der Quests, die mich hoffentlich dann irgendwie mal weiterbringt. Das wäre doch schön. Dann müsste ich jetzt allerdings schon wieder eine Kutschenfahrt machen. Wuhu, ich fahre mit der Kutsche ganz, ganz, ganz oft. Open Skyrim, das klingt doch gut. Kommen wir direkt nach draußen. Wo bin ich jetzt? Hallo? Oh, faszinierend. Kann ich da runterspringen, ohne zu sterben? Wäre mal eine interessante Frage. Was haben wir denn hier? Hallo? Hall of Attainment. Ja, jetzt irre ich hier ein bisschen durch die Magiergilde. Und finde mich nicht mehr zurecht. Ah, jetzt bin ich hier. Ah, faszinierend, okay. Hallo? Ach, das ist der Enthir. Ne, den mag ich nicht. Der kann gerne sterben gehen oder sowas. So, und hier geht's jetzt aber nach Skyrim. Jetzt fängt es draußen schon wieder an zu regnen. Das ist unglaublich. Das Wetter hier, ne? Wetter in Deutschland, es geht überhaupt nicht im Moment. Das ist wie im April, dabei haben wir Januar. Ich weiß, vielleicht sind hier irgendwelche Leute, die gucken das im April und denken, oh ja, Aprilwetter, warum meckerst du denn? Ist doch normal, wer bist du denn? Und denken dann noch, ist ja April, ist doch ganz normal, warum meckerst du denn so? Nein, wir haben gerade Januar jetzt, wo ich das hier aufnehme und das Wetter ist scheiße. Es könnte von mir aus ein bisschen schneien. Vielleicht nicht so hart wie hier jetzt, aber ein bisschen Schnee ist in Ordnung. Schnee ist vor allem nicht laut auf meinem Fenster. Das jetzt gerade ist einfach nur laut und mir fällt gerade auf. Shit. In Winterhold gibt es keine Karawane, keinen Schlitten, keinen Dings. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Na super. Jetzt gibt es hier keinen Weg zurück. Jetzt muss ich zu Fuß gehen nach Windhelm. Eieieiei. Gut, wir haben ja zum Glück ein paar Mods drauf, die uns da das Leben ein bisschen interessanter machen. Vielleicht. Schauen wir mal. Vielleicht auch nicht. Ich erinnere mich auch jedes Mal, wenn ich diesen Weg hier gehe, irgendwie an diesen Ork. Wir hatten doch mal irgendwo so einen Ork hier am Wegesrand gefunden, der gerne sterben wollte. Oder so. Also, jetzt ohne Witz, der wollte sterben. Das habe ich mir nicht gerade so überlegt. Und der wollte sterben. Haha, der hat sich mit uns angelegt. Nein, der wollte tatsächlich sterben. Und er hat sich nicht mit uns angelegt. Das war das Faszinierende an der Sache. Hallo, was seid ihr denn für Leute? What does this mean, to combine magic? Kai the Liar. Aha. Haben wir hier eine Sabercat. Eine Leere. Du bist der Ork, oder? Genau.
Moment, wir speichern jetzt mal und dann wollte der doch sterben. Dann können wir das doch einfach mal machen. Dann komm. Ja klar, das, ich krieg das schon hin. Rums. Und Rums. Hallo? Geht nicht. Jetzt aber. Rums. Brenne nieder. So. Und jetzt? War das ein ordentlicher Tod hier für dich, ja? War das in Ordnung? Ja? Okay, gut. Dann kannst du da auch liegen bleiben, wenn du meinst, dass das irgendwie der Sinn des Lebens ist. Hier ist ja noch eine tote Katze. Eieiei. Überall tote Sabercats. Das macht mir ein bisschen Sorgen, weil Hat der die getötet? Ich meine, gegen Sabercats habe ich Probleme. Den Ork, da habe ich einfach weggebrannt. Naja. Muss man nicht verstehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier gleich wieder irgendwo eine Sabercat von irgendwo kommt und mich umbringt. Ein Smelter. Und eine Whistling Mine. Naja. Da möchte ich jetzt aber gerade gar nicht hin eigentlich. Wusch, sage ich dazu mal. Oh. Ah! Hilfe! Bin mitten in die Reihen gewuscht. Ah! Nein! Ist auch noch das Licht ausgegangen. Nein, 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 nein! Geht rauf! Geht alle! Oh, das sind zwei. Warum haben die Bandits denn zwei Chiefs? Ich hab kein Mana mehr. Einer weniger. Und du kannst auch mal ganz, ganz gepflegt sterben gehen, kannst du hier. In deiner hässlichen Eisenrüstung. Huch, du bist eh zu langsam für mich. Ah! Oder auch nicht, wenn ich treffen würde. Rums. So. Weg damit. Einmal bitte heilen. Zauber sind das. Zack. Und jetzt noch einmal bitte ein Licht machen. Nee, das ist nicht der richtige Zauber zum Licht machen. Der auch nicht, der ist es. Zack. So. Jetzt muss ich die ganzen Typen hier mal kurz durchsuchen. Ein Bandit Chief. Mit einem Iron Warhammer of Scorching. Na gut. Und der hat eine orkische Rüstung an, die verdammt viel wert ist. Gute Güte. Die nehmen wir mal komplett mit hier. So, jetzt muss ich mal gerade hier kurz raus scrollen, damit ich auch wenigstens hier alles sehe, was ich noch eins habe. Die haben alle orkische Rüstungen an. Das ist nicht gut. Eigentlich. Weil das bedeutet, erstens ist davon noch irgendwo ein Gegner. Bist du das? Nein. Hallo? Davon ist noch irgendwo ein Bandit. Oh, da ist er ja. Hallo? Hehe. Rums. So. Du warst aber nicht der Bandit, den ich eigentlich gesucht habe. Da musst du noch irgendwo ein Bandit gewesen sein. Tja. Hat eine Tomate dabei. Und der Dieb ist offensichtlich ein Gemüseesser. Hoppala, Entschuldigung. Da geht kurz das Menü auf. Das wollte ich gar nicht. Hab ich nicht irgendwo... Da ist er her. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch irgendwo noch einen durch die Gegend geschossen. Jetzt ist mein Inventar wahrscheinlich wieder voll. Naja, zumindest ziemlich. Aber wir kommen ja unterwegs nochmal an... Wie ist das Ding? Windhelm. An Windhelm kommen wir jetzt zwischendurch nochmal vorbei. Da müssen wir dann gerade nochmal die Rüstung loswerden. Oder die Rüstungen, je nachdem. Jetzt fängt es auch noch an zu hageln. Ich krieg zu viel. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht. Wenn das jetzt zu laut wird, müssen wir wahrscheinlich wieder eine kleine Pause machen. Und anfangs habe ich noch gesagt, ach ja, das ist aber ja blöd, wenn man da jedes Mal eine Pause machen muss. Aber bei Hagel hört es dann irgendwo auch auf. Regen, das geht noch, aber Hagel, dann wird's fies hier bei mir und zu laut, als dass man noch ordentlich konzentriert aufnehmen könnte. Es kommt ja nicht nur darauf an, dass man mich dann am Ende noch hört oder den Hagel dann vielleicht nicht mehr, aber es ist einfach, ein konzentriertes Arbeiten ist dann nicht mehr möglich oder so in der Art.